Das wird quasi ihre beste Freundin sein für die nächsten 3 Jahre. Sie ist 35 und Mutter von 3 Kindern. Shirin Abdu fängt trotzdem in der kommenden Woche eine Ausbildung zur Friseurin an, in Teilzeit. Vollzeitarbeit finde ich schwer. Ich schaffe nicht mit 3 Kindern Teilzeit, finde ich zurzeit, weil die Kinder wachsen so schnell und ich möchte meine Zeit, diese ein paar Jahre noch mehr mit meinen Kindern verbringen. 18 statt 24 Stunden pro Woche wird sie im Friseursalon von Camila Winter arbeiten, ist jede Woche an 3 Tagen hier. An 2 weiteren Tagen ist Berufsschule. Schon vor 1,5 Jahren hat sie sich hier beworben, direkt nach einem Probepraktikum. Ihre Chefin sagt, sie habe dabei ihr Talent erkannt. Also ich glaube schon, dass einfach die Frauen, die Kinder haben, einfach auch viel mehr Know-how haben, weil die einfach wissen, was es geht. Ich meine, die möchten ja einen Beruf erlernen, der für sie ja irgendwie ausschlaggebend ist für die weitere Zukunft. Und ich glaube, die sind einfach viel motivierter als einfach jemand, der jetzt sagt, so jetzt gehe ich mal zum Ausbildungsplatz und mache mal meinen Stiefel ab und dann nur ein paar Stunden und dann habe ich Feierabend. Die sind natürlich schon gewillt, das durchzuziehen, für ihre Kinder vor allem auch, ne? Bislang spielt Teilzeit auf dem Ausbildungsmarkt kaum eine Rolle. Von 17.000 Ausbildungsverträgen, die es 2023 in Schleswig-Holstein gab, waren nur 1,4% Teilzeitverträge. Doch viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Man kann das als Marketingtool benutzen. Man kann sagen, hey, bei uns gibt es die Ausbildung in Teilzeit, in 4-Tage-Woche, 3 Tage, 6-Stunden-Tage, egal welches System es ist. Und dementsprechend lockt man vielleicht nochmal den einen oder anderen, der sich denkt, ah ja, boah, ich komme jetzt irgendwie aus der Schule und ich weiß gar nicht, was ich machen will. Aber hier kann ich 4 Tage arbeiten, dann habe ich freitags frei und kann mit Oma zum Kartenspielen gehen oder was weiß ich. Und jetzt dürfen Sie gerne eine Rotation machen. Auf maximal 4,5 Jahre ist eine Teilzeitausbildung angesetzt. Doch Teilzeit-Azubis, die über 21 sind, wie Shirin Abdu, können ihre Ausbildung auch innerhalb der normalen Ausbildungsdauer von 3 Jahren abschließen. Das hat sie auch vor und freut sich auf die Arbeit in ihrem neuen Job. Beim Herrenhaarschnitt möchte ich gerne und mit Farben möchte ich noch weiter lernen. Jetzt, wo ihr jüngster Sohn in die Schule kommt, sagt Shirin Abdu, sei ihre Zeit gekommen. Alles Liebe. Ich freue mich auch. Tschüss.